Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Ja, wir befinden uns hier in der Orang-Utan-Anlage, Außenanlage des Tiergartens Schönbrunn. Für unsere Orang-Utans hatte Corona auch etwas Kleines Gutes, nämlich die Lockdowns haben wir dafür genutzt, um das Außengehege neu einzurichten bei den Orang-Utans. Wir haben zum Beispiel eben hier diese flexiblen Klettereinrichtungen angebracht, Wackelstangen. Orang-Utans sind ja sehr komplex denkende Tiere, die eben auch gefordert werden müssen durch ihre Umgebung. Und das erreicht man eben insbesondere mit flexiblen Einrichtungen. Das ist ähnlich wie ein Klettergerüst, was eben neu auf einem Spielplatz steht. Das ist am ersten Tag interessant, aber wenn sich da nichts bewegt und nichts verändert, dann ist das relativ schnell langweilig für Kinder. Und so geht es eben auch den Orang-Utans, die keine Springer sind, sondern eigentlich sich durch den ihren natürlichen Lebensraum immer sehr konzentriert bewegen müssen. Sie leben in den Spitzen der Bäume und da ist letzten Endes eben ihr Gehirn ständig gefordert, weil sie sich eben ständig sichern müssen und nichts dem Zufall überlassen, wie andere Affen, die sich einfach mal fallen lassen und dann wieder an dem nächsten Ast zufällig festhalten. Das macht der Orang-Utan nicht. Die Orang-Utans kommen ja natürlicherweise in den Urwäldern von Borneo, den letzten Verbleibenden, und Sumatra vor. Und dort leben sie eben in den Baumwipfeln. Das heißt, sie leben zwar in den Tropen, aber eben geschützt von den Blättern. Und hier in Schönbrunn kann es auch im Sommer sehr heiß werden. Und deshalb haben wir den Orang-Utans hier etwas Ähnliches geboten, wie wir es an heißen Sommertagen unseren Besuchern bieten. Nämlich einen Wasserdampf, der eben die Umgebung abkühlt. Und das merken wir auch, wenn es eben richtig heiß ist. Dann klettern die Orang-Utans gerne neben diese Bedampfungsanlage oder Nebelanlage. Und da ist eben eine kühlere Atmosphäre. Das haben wir an verschiedenen Stellen hier im Gehege angebracht. Und es wird eben zu heißen Sommertagen gerne von den Orang-Utans in Anspruch genommen. Des Weiteren haben wir eben im Gehege viele solcher Futterstationen verteilt zur Beschäftigung. Die können eben beliebig befüllt werden, zum Beispiel mit einem Joghurtbecher, werden dann eben verriegelt und verschlossen und die Orang-Utans müssen sich dann eben entsprechend Äste oder Werkzeuge beschaffen, um dann an den Joghurt zu kommen. Damit beschäftigen wir die Tiere. Wir haben so viele verteilt, dass nicht immer die gleichen besetzt werden, sondern dass wir da auch eben variieren können. Hier hinter mir ist auch ein beliebter Schattenplatz. Wir haben da extra eben eine entsprechende Schattierung, die aber auch genutzt werden kann, um in einer höheren Ebene zu sitzen. Und dieser Platz wird insbesondere eben auch von der Nebelmaschine erreicht, sodass die Tiere dort einen kühlen Platz im Sommer haben, den sie auch sehr gerne annehmen, und von dort aus werden sie auch gut von den Besuchern gesehen. Neben der Modifizierung unseres Geheges haben wir auch die Gruppengröße verstärkt. Für uns und natürlich auch allgemein für die zoologischen Gärten bedeutet Zucht auch immer, dass eben die Tiere eine Erfahrung machen, die sie eben in der Natur auch machen dürfen. Nämlich erstmal zu züchten und dann eben Jungtiere aufzuziehen. Und da sind wir eben auch ganz besonders stolz, dass es uns hier gelungen ist, trotz eben der 20 Jahre, die zwischen der letzten Geburt gelegen haben, dass es uns gelungen ist, dass die Mutter das Jungtier angenommen hat, dass wir eine ganz natürliche Geburt
hatten. Die Mutter konnte ihren Platz der Geburt wählen und dass eben die restliche Gruppe sich so gut mit dem Jungtier arrangiert hat. Insgesamt ist der Orang-Utan, wie eben die anderen Großprimaten, stark bedroht. Und gerade höchstwahrscheinlich der Orang-Utan auf Borneo und auf Sumatra ganz besonders, weil sein Lebensraum, während ich hier rede, weiter schwindet. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut auch mal in unsere Playlist über den Tiergarten Schönbrunn.